Woher kommen eigentlich unsere Hunde? Alle unsere Haushunde, die es jetzt gibt, also alle Hunderassen, stammen ursprünglich von den Wölfen ab. Okay, und warum sieht jetzt mein Hund nicht so aus wie der Wolf? Dazu muss man erst einmal überlegen, wie die Wölfe überhaupt in die Nähe des Menschen kamen. Da gibt es zwei verschiedene Theorien. Entweder war es so, dass Menschen, die ja damals als Jäger und Sammler unterwegs waren, vielleicht junge Wölfe irgendwo gefunden haben in einer Höhle. Vielleicht haben sie das Muttertier getötet und haben dann die Jungen gefunden oder sie haben die einfach so gefunden und haben dann junge Wölfe mit zu sich genommen. Man weiß ja, junge Hunde sehen ja auch sehr niedlich aus. Bei jungen Wölfen ist das nicht anders. Und vielleicht hat man sie ursprünglich einfach nur als Spielmaterial für die Kinder mitgenommen und hat dann festgestellt, dass diese Tiere, die dann mit den Menschen groß geworden sind, sich erziehen lassen und eventuell für irgendwas nützlich waren. Zum Beispiel, weil sie Bescheid gegeben haben, wenn Gefahr droht, dass sie gebellt haben. Nicht gebellt, bellen konnten die damals noch nicht. Dass sie dann eben laut gegeben haben, wenn Gefahr drohte. Und so waren die dann irgendwie praktisch. Oder sie konnten Lasten tragen und so. Die zweite Theorie ist die, dass sich Wölfe freiwillig den Menschen angenähert haben, weil sie die Reste, Speisereste und so von den Menschen gefressen haben und sich dann sozusagen um die Lager herum bewegt haben, ohne die Menschen anzugreifen, sondern haben einfach waren Resteverzehrer und die Menschen und die Wölfe haben sich so aneinander angenähert. Dann waren vielleicht einige Tiere dabei, die weniger Scheu vor den Menschen hatten und dann Kontakt mit aufgenommen haben, Menschen, die Kontakt aufgenommen haben und dann haben diese Tiere sich zähmen lassen, also sind freundlich gegenüber den Menschen geworden, die haben Kontakt aufgenommen und sind dann immer enger mit den Menschen in Kontakt getreten. Und dann haben welche gesagt, oh, dieses gezähmte Tier, das behalten wir, weil es eben wieder auch vielleicht praktisch ist, weil es Gefahr anzeigt oder Lasten tragen kann. Oder man geht davon aus, dass sie am Anfang noch nicht als Jagdgehilfen genutzt wurden. Das kam wahrscheinlich erst viel später. Aber auf irgendeine Art und Weise sind also Hund und Mensch und Wolf zusammen in Verbindung getreten und dann haben die Wölfe erstmal bei den Menschen gelebt und das ist schon sehr, sehr lange her. Und dann hat der Mensch natürlich sozusagen dann gezüchtet, wahrscheinlich erstmal nicht bewusst, dass er bestimmte Eigenschaften haben wollte, aber er hat sich vermutlich dann natürlich immer die Tiere, die am zahmsten waren, am gehorsamsten, die hat er ja dann wahrscheinlich behalten. Tiere, die wilder waren oder vielleicht aggressiv, die wurden ausgesondert, die wurden nicht weiter behalten. Und dann wurde daraus entstand dann schon sozusagen eine Auswahl von dem, welche Tiere, welche Wolfstiere sich immer wieder miteinander verpaaren durften in Menschenobhut und da so, dass das insgesamt sich dann dazu entwickelt hat, dass die Wölfe, dann irgendwann waren es keine Wölfe mehr, die beim Menschen gelebt haben, immer mehr die Eigenschaften aufgewiesen haben, die unsere Hunde haben. Sie waren zutraulich zum Menschen, die Menschen zugewandt, haben die Menschen verstanden, in der Mimik konnten das also deuten, waren kooperativ mit dem Menschen und haben dann damit, dass sie kooperativ waren mit den Menschen, auch immer mehr Aufgaben übernehmen können. Sie haben die begleitet, waren Spielkameraden von den Kindern, waren wie gesagt Beschützer, konnten Lasten tragen und konnten dann später auch beispielsweise bei der Jagd mit eingesetzt werden und haben da mitgeholfen. Und immer die Eigenschaften, die man benötigt hat für die verschiedenen Aufgaben, die Tiere, die dafür am besten geeignet waren, die hat man eben dafür behalten, je nachdem, wo man dann unterwegs war. Und daraus hin haben sich dann später die verschiedenen Rassen entwickelt für die verschiedenen Aufgaben. Also entweder zur Jagd, für verschiedene Jagdtypen oder eben zum Bewachen oder zum Beschützen dann später von Schafsherden oder anderen Tieren, sodass sich dann immer unterschiedliche Eigenschaften in unterschiedlichen Bevölkerungen, je nachdem, wo man gelebt hat, rausgebildet haben und sich dann Stück für Stück die Tiere auseinanderentwickelt haben und die verschiedenen Hunderassen entstanden sind. Dankeschön, jetzt weiß ich alles.